Herzlich willkommen im Retrobeat. Ich bin Perudo und heute zeige ich ein Spiel aus dem Hause Konami aus dem Jahr 1992, Parolius. Es gibt eine Gameboy-Fassung und eine NES-Fassung. Beide werde ich zeigen. Wir fangen an mit der Gameboy-Version und wir starten mal kurz ins Setup. Wir können hier ein paar Einstellungen tätigen, weil ich schieße nämlich ganz gerne mit A und mit B versende ich meine Power-Ups in die Gegend. So, den Trigger machen wir ein bisschen runter. Easy, ich bin ein alter Kerl. Meine Reaktionen sind nicht mehr so fantastisch. Ja, es gibt verschiedene Raumschiffe. Ich hoffe, ich kann sie alle mal schnell zeigen. Ich werde wahrscheinlich auch schnell sterben. Rick Viper. Damit beginnen wir. Ich weiß gar nicht mal, was manuell ein Auto ist. Machen wir mal manuell. Und es geht los. Es ist ein klassischer Shoot'em-up. Ein Schmupp. Mit schön gepixelten Gegnern. Die sehen aus wie... Na, wie Tiere, habe ich mal gedacht, früher. So ein Affe sieht der erste aus, aber... Man weiß ja nicht, was die... So, Power-Up eingesetzt. So. Wollen wir mal ein paar Gegner abschießen. Die Glocke, wofür war die nochmal? Keine Ahnung, für die war. Vielleicht für Zeit. Die ärgert uns gerade, die Glocke. Hallo? Oh nein! Oh, jetzt bin ich in den Vogelschwarm geflogen. Gibt's beim Flugzeug, gibt's glaube ich da auch eine, einen Begriff für, oder? Vogelschlag, glaube ich, heißt es. Wenn Vögel in die Turbine kommen. Die müssen aber ganz schön pusten, die Vögelchen hier, oder? So. Weg mit dir, du Vogel. Das kann nicht wahr sein, die Glocke. Also, ärgert die mich jetzt hier? Doch. Die Schatzkiste nehmen wir uns auch mal mit. So. Jawoll. Nehmen wir mal ein bisschen hier die Schusswaffen. Sind sehr schöne Waffen dabei, sehr schöne Power-Ups. Musik ist auch richtig gut. Nur dieser fette Vogel da, der kommt jetzt gleich in meinen Backofen, in den Grill. So. So. Hat ein bisschen Ähnlichkeiten zu Titi. Das ist ein kackfrechen Vogel. Ich habe als Kind immer gewünscht, dass Silvester den auffrisst. Nein, war ein Scherz. Aber war schon ein bisschen frech, oder? So. Mal ein bisschen Power hier an den Tag legen. Oh, habe ich ein Multi-Power-Up? Okay. Das ist wie bei Mario Kart, die 8, oder? So. Ja, bin eh mal gespannt, was es noch für die Switch so alles gibt. Ich habe ja, wie ich schon mal erwähnt habe, vor kurzem... das hört sich nicht gut an. Ach, du lieber Gott. Katze. Ich mag eigentlich Katzen sehr gerne. Ich will nicht auf Katzen schießen. Und aktuell weiß ich gerade gar nicht, wo ich hinschießen muss. Das ist gerade mal ein Power-Up weg, oder? Nee. Wie erwische ich die denn jetzt, die Katze? Okay. Oh Gott. Die arme Katze. Tü. Ja, mit Perudo kannst du dich nicht anlegen. So. Oh, jetzt ist schon wieder die Glocke. Nee, da falle ich jetzt nicht drauf rein. Jetzt habe ich nicht rein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Keine Ahnung. Wo kommen die her? Was ist das? Was ist das? Ist das... Muss ich mir gerade mal am Kopf kratzen? Ich glaube, ein Schiff habe ich noch, ja. Bisschen Gas geben hier. Oh nein! Oh, das ist ja nicht wahr. Boah. So, erstmal den Kopf abschießen hier. Auf die Ohren. Ah ne, das Ding muss ich unten abschießen, ne?
Ja. Ich glaube, jetzt kann ich hier auf die Ohren. So. Also, da muss man manchmal wirklich ausprobieren, was man da zuerst abknibbeln muss von dem Kätzchen. Miau. Miau. So. Die Katze hätte mal ruhig die Vögel essen können, da hätte man ein bisschen weniger Probleme hier. So, Löwe kommt weg. Ja. Auch das Wasser ist unten sehr schön animiert. Ich mag sowas ja gern, wenn etwas im Hintergrund animiert ist. Es gibt immer so das gewisse Etwas. Und ich achte auf sowas. Jawoll, tolle Waffe. Die mag ich nicht so gerne. Ja, ich habe 500 Punkte. Kommt schon das Kätzchen wieder zurück? Die Katze? Tatsächlich, nee. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie ich die erledigen kann hier. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier seine Kumpanen erledigen. Ich finde die Waffe aber gerade mal ziemlich uncool. Das klingt wie bei Bubble Bobble am Ende. Soll Stress erzeugen. Aber juckt mir nicht die Bohnen. Der Typ geht mir aber allerdings auf den Nerv, der da gerade eben kam. Ne, wir continuen nicht, denn ich möchte noch ein, zwei andere Schiffe zeigen. Wir haben gerade 6 Minuten, ein bisschen, ja, knapp 7 schon fast. So, wir starten. Octopus, nehmen wir mal Twin Bee. Und ich denke mal Automanuell, das ist wahrscheinlich hier das Einlösen der Power-Ups, vermute ich mal. Oh, Bienchen. Jawoll. Schlapp, schlapp, schlapp. Und die haben natürlich auch unterschiedliche Power-Ups. Speed up. Okay. Für die Leute, die mein Amiga-Video gesehen haben, das vor kurzem rauskam, ich habe leider immer noch nicht rausbekommen, wie ich den gelben Balken ein bisschen, da bin ich mit dem Finger von der Tastatur abgerutscht. Nein. So, das war ein kurzes Speed-Up. Fangen wir wieder von vorne an. Natürlich. Warum denn auch mal? Ach, die Glocke schon wieder. Hahaha, die. Dann macht die extra. Das ist aber auch wie mit dem Zug. Also, wenn ich den Zug sehe, dass er einfährt im Bahnhof und ich bin noch weit weg von der Bahnhofstreppe sozusagen. Und ich ganz gemütlich hingehe, dann fährt er mir von der Nase weg. Wenn ich hinrenne, fährt er mir auch von der Nase weg. Ja, ist halt dieses, wie nennen wir das, Murphy's Law? Nee, irgendwie, aber irgendwie sowas ist halt manchmal ganz furchtbar. So, 500 Pünktchen haben wir gesammelt durch unseren Glockenguss. Ist auch ein aussterbender Beruf, Glockenbauer. Bei unserer Stadt haben wir noch einen. Ja, komm, weg, 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 weg. Ah, das ist ein Bumerang-Schuss? Oh, das ist ja sehr praktisch. Ich kann auch nur einen schießen, oder? Na, egal. So. Schatzkistchen wollen wir auch mal öffnen. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Bee zu tun hat. Bumblebee, wie hieß das? Bumblebee? Nee, das ist, glaube ich, jemand von Transformers. Uah. So. Die Kiste nehmen wir uns auch mit. Wobei es, glaube ich, bringt gar nichts. Was habe ich? Boah, super. Ein Super Shield. Von hinten und hinten schießen. Das finde ich immer sehr praktisch. Ich hätte auch ganz gerne hinten Augen, ehrlich gesagt. Immer ganz praktisch mal zu wissen, was so die Leute hinter einem machen. So. Kommt gleich das Kätzchen wieder. Oh oh. Jetzt fängt es an. Erstmal. Hier, den Knopf abschießen. So. Und jetzt kriegst du ein paar auf die
armen Katzenöhrchen. Soll das ein Fischsymbol sein oder CHK? Was auf der Katze da vorne drauf steht. Ich wundere mich, dass das Ding nicht schießt, diese kleine Kanone. Das ist irgendwie... Haben die es vergessen zu programmieren? Man weiß es nicht. Uah, kommen schon wieder diese fiesen Hornissen. So. Ein paar Palmen machen die Umgebung direkt ein bisschen freundlicher. Hab's erwischt. So. Ach, jetzt kommt der nächste, oder? Na komm, du komischer Kanarienvogel. Wahrscheinlich ist das der Endboss, das andere war wahrscheinlich nur so ein Zwischenboss. Warum geht die nicht kaputt, diese Viecher da? Ich schieße da voll die Kugeln drauf. Jetzt kommt der schon wieder da von oben, oder? Nee, ja, Glück gehabt. Was ist mit seinem dicken, fetten Bauchnabel? Der schreit ja schon förmlich danach. Oh, das hat er. Ja, haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Super. Das Power-Up nützt jetzt mal grob gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier zuerst abschießen muss. Ich nehme auf seinen dicken, fetten Bauchnabel da. Der sieht doch so aus, als wäre der... Der will doch... Spuckt er die aus, oder was macht er da? Ach, ist unfassbar, ey. Ich wollte nach unten drücken. Also meines Erachtens habe ich auch nach unten gedrückt, nur... Meine dicken Wurstfinger, die haben es wahrscheinlich verhindert. So. Ja. Eine spaßige Sache. Und... Bald zeige ich die NES-Variante. Ich weiß gar nicht, ob es auch eine SNES-Variante gibt. Ich meine aber schon. Aber kann doch sein, dass ich mich da täusche. So, mal erstmal hier diese Figürchen weg. Vielleicht ist es ja tatsächlich hier so eine Fleißarbeit. Es ist unfassbar. Also. Nee. Diesmal kein Continue. Das war Parodius auf dem Gameboy, der erste von zwei Teilen. Bald folgt dann die NES-Variante und dann, ja, denke ich mal, können wir mal ein bisschen vergleichen, was natürlich im Vergleich mit Äpfel und Birnen ist. Der Gameboy ist ja schön mobil und die Nintendo-Konsole halt nicht. Dann danke ich fürs Zugucken und dann sage ich bis dann. Tschüss.